Konkurrenz für Tony Hawk sind die Simpsons sicherlich nicht. Trotzdem wird The Simpsons Skateboarding wohl seine Fans finden. Egal wie das Skateboarden an sich ausfallen wird, Freunde der Fernsehserie wollen bestimmt nicht darauf verzichten, mit Bart, Homer oder Lisa durch die Stadt Springfield zu skaten. Insgesamt stehen 10 Umgebungen der Zeichentrickstadt für Grinds, Grabs und andere Tricks zur Verfügung. Electronic Arts hat den Titel in den USA für Herbst angekündigt. 50-50 Grind. Gerade ist The Mark of Cree in den USA erschienen und hat die Spieler dort überrascht. Auf den ersten Blick wirkt der Titel wie ein ganz normales Beat'em-up, das lediglich durch seinen handanimierten Stil auffällt. Wer es allerdings etwas länger spielt, wird merken, dass The Mark of Cree wesentlich mehr zu bieten hat. Neben einer Action-Adventure-artigen Handlung haben die Entwickler auch Strategie- und Infiltrationselemente eingebaut. Große Sprünge konnte der Drache Spyro ja schon immer. Im Winter dieses Jahres macht er die auch auf der PlayStation 2. In Enter the Dragonfly greift Spyro nun auf neue Möglichkeiten zurück, um die Bösen zu bekämpfen. Neben dem Feueratem kann er die Gegner beispielsweise sogar einfrieren. Außer diesen spielerischen Neuerungen ist auch die Grafik komplett überarbeitet worden. Spyro besteht jetzt aus 5000 Polygonen und bewegt sich sehr flüssig durch die bunten Umgebungen. ところで、その手の中のものは何だい？ Bei Capcoms erstaunlich langlebiger JoJo-Serie hat sich nicht nur die Schreibweise des Titels geändert. Aus dem ehemals zweidimensionalen Prügelspiel wurde auf der PlayStation 2 ein sehr vielseitiger Action-Titel mit echter 3D-Umgebung, dessen Cell-Shading-Grafik prinzipiell wirklich klasse aussieht. Wäre da nicht das starke Kantenflimmern? Aus unerfindlichen Gründen gibt es zudem nicht einmal einen Zweispieler-Modus. Bei Squares erstem Fußballspiel sollte man sich nicht von dem starken Render-Intro und der ansehnlichen Grafik blenden lassen. Denn spielerisch ist der Titel leider ziemlich unausgegoren. Ungenaue Steuerung und fragwürdige Gegnerintelligenz lassen erst gar keinen Spielspaß aufkommen. Da macht's dann auch nichts, dass der Titel bislang nicht für Deutschland angekündigt ist. Da ist Mark Hammond aber in etwas hineingeschlittert. Der ehemalige Bankräuber wird für den Mord an seiner Frau und die Entführung seines Kindes verantwortlich gemacht und von dem rücksichtslosen Polizist Frank Carter gejagt. Wie so oft steckt ein ganz großer Fisch dahinter. Der Gangsterboss Charlie Jolson zieht die Fäden und versucht, Hammond und Carter gegeneinander auszuspielen. Zu Beginn können Sie wählen, ob Sie in der Rolle des Cops oder des Ex-Verbrechers die spärlich gesäten Puzzleteile zusammensuchen wollen. Diese sind in ganz London verteilt, das für den spannenden Thriller auf der PS2 nachgebildet wurde. Die Story entwickelt sich natürlich bei jedem Charakter anders und auch die Aufgaben und Vorgehensweisen variieren. Da müssen Sie Banken überfallen, Verfolgungsjagden heil überstehen und Auftragsmorde erledigen. Gute Planung und Improvisationstalent vorausgesetzt, haben sie sich schnell einen Namen in der Londoner Unterwelt gemacht. Wenn sie gerade mal nicht in irgendeine Schießerei verwickelt sind, betreiben sie wie in GTA 3 exzessives Carnapping. Dabei können sie wirklich alles klauen, was ihnen über den Weg rollt. Cabrios, Busse oder Polizeiautos steuern sich natürlich unterschiedlich
und Schäden werden sich laut Entwickler spürbar auf das Fahrverhalten auswirken. Grafisch setzt Sonys Action-Titel ganz klar auf Realismus. Die Straßenzüge Londons sind sehr detailreich gestaltet und die Animationen der Protagonisten und Gegenspieler sehen schon jetzt super aus. Die spannende Story und das abwechslungsreiche Gameplay sind allerdings der eigentliche Knüller. So können Sie in brenzligen Situationen beispielsweise Geiseln nehmen oder einen Passanten als Kugelfang verwenden. Doch dies ist alles graue Theorie, wenn Sie nicht bald von diesem Stuhl herunterkommen. You thought I was ready for the old people's home. When Beth and Green are done with you, we'll bury you and your kid. Zum Thema Timesplitters fällt dem PS2-Action-Fan zunächst mal nur eins ein. Karge, flimmernde Levels, die noch dazu viel zu schnell durchgespielt waren. Mit Timesplitters 2 soll sich das jetzt ändern. Die Entwickler haben im zweiten Teil um die zeitreisenden Außerirdischen nicht nur grafisch zugelegt, sondern auch spannende und abwechslungsreiche Missionen kreiert. Die Szenarien und die Animationen der Gegner sehen schon jetzt klasse aus. Hydranten, Glasscheiben, Kisten und sogar Billardkugeln sind zerstörbar und die Licht- und Partikeleffekte machen einen sehr guten Eindruck. Viel Zeit für Sightseeing wird zumindest im wahren Highlight des Spiels allerdings nicht bleiben, dem Multiplayer-Modus. Hier können Sie es mit bis zu 7 menschlichen Mitspielern so richtig krachen lassen. In den Mehrspielerschlachten greifen Sie auf Waffen wie Trommelrevolver, Flammenwerfer oder Plasmagun zurück, mit denen Sie bereits in den unterschiedlichen Epochen des Story-Modus aufgeräumt haben. Eidos hat zudem zahlreiche frei konfigurierbare Spielmodi und über 80 irre Charaktere angekündigt. Bei den Deathmatches in der finalen Version werden den am meisten Getroffenen dann beispielsweise 3 kampfstarke Äffchen unterstützen. Eidos hält also nach wie vor am ironischen Unterton der Timesplitters-Serie fest. Und die Revolution geht weiter. 5 virtuelle Jahre nach dem Mars-Aufstand lehnen sie sich in Red Faction 2 mal nicht gegen unmenschliche Arbeitsbedingungen, sondern gegen einen tyrannischen Diktator auf. Als Sprengstoffexperte Alias werden sie dabei von bis zu 5 weiteren Elite-Soldaten unterstützt. Aber mal ehrlich, welcher knallharte Freiheitskämpfer lässt sich schon gern ins Handwerk pfuschen? Die kämpfenden Mitstreiter werden ihnen aber sicherlich nicht die Butter vom Brot nehmen, da sie ihren Standpunkt mit Railguns, Scharfschützengewehren und Granatwerfern ganz gut allein klar machen können. Durch die Möglichkeit, mit 2 Waffen gleichzeitig zu feuern, müssen sie nun nicht mal mehr zum Nachladen von ihren Gegnern ablassen. Und feige Verstecken ist auch nicht mehr drin, da sie dank der Geomod-Engine jeden Schlupfwinkel pulverisieren. Zwar mag sich ein Revolutionsführer im Gefecht die eine oder andere Schramme holen, doch Blasen an den Füßen bekommt er bestimmt nicht. In den abwechslungsreichen Missionen sitzen sie nämlich mal im Panzer, mal in einem U-Boot oder feuern aus einem Helikopter. Und gehen ihnen die stählernen Mobile aus, sorgt ein kugelsicherer Energiepanzer für den nötigen Schutz. Lebensmüdes Kanonenfutter werden sie in dem THQ-Titel aber nicht finden, da die Gegner vor Granaten davonlaufen und ebenfalls über gut gepanzerte Anzüge verfügen. Alles in allem ist Red Faction 2 ein äußerst fesselnder Action-Titel, der bereits recht flüssig läuft, tolle Animationen bietet und durch beeindruckende Licht- und Wettereffekte glänzt. Where are you? We got
Kennen Sie diesen Song? Nein? Dann kennen Sie aber bestimmt diese Comichelden. Hey, Daphne! I'm so glad you could make it. And you must be Freddy, Velma, Shaggy and Scooby-Doo. Wow, the whole gang! Na, alles klar? Es handelt sich um die Crew aus der bekannten amerikanischen Fernsehserie Scooby-Doo, in der der sprechende Hund Scooby mit seinen Freunden wilde Abenteuer besteht. Mit dem Jump and Run Night of 100 Frights bringt THQ den kultigen Trickfilmspaß jetzt auch auf die PS2. Und das mitsamt den Originalkommentaren, dem serientypischen Comic-Stil und dem einmaligen Humor. Don't tell me. Because it's haunted, right? Yeah, Shaggy. How'd you know? Because it's always haunted. In dem Titel steuern Sie den titelgebenden Vielfraß durch die düsteren Gefilde eines Spukschlosses. Dabei müssen Sie allerhand Kekse und sogenannte Scooby-Snacks einsammeln, die neue Levelabschnitte öffnen. Aggressive Ratten, Giftpflanzen und Untote haben da allerdings auch noch ein Wörtchen mitzureden. Gegen die Angreifer helfen dann meist eine gehörige Portion Mut und spezielle Goodies wie Sprungverstärker oder ein Footballhelm zum Rammen der Gegner. Zudem macht sich Scoobys menschlicher Busenfreund Shaggy als Chauffeur und Zirkusartist nützlich. Schwächen hat das Jump and Run eigentlich kaum. Das Spiel läuft flüssig, die Charaktere sind super witzig animiert und die Umgebungen sind zwar unspektakulär, aber stimmungsvoll. Das Spielvergnügen hätte dabei freilich noch etwas abwechslungsreicher und innovativer sein können. Viel wichtiger aber ist, dass Night of 100 Frights die witzige Atmosphäre der Cartoon-Serie unglaublich gut auf die Konsole überträgt. Und das liegt in erster Linie daran, dass auch in dem Spiel die Lacher aus der Konserve kommen. Keine Story, keine Limits, keine Regeln. Burnout 2 setzt wie schon der Vorgänger auf schnörkellosen Hochgeschwindigkeitsrennspaß in Reinkultur. Den Spieler erwarten diesmal 16 unterschiedliche Strecken rund um eine amerikanische Metropole. So rasen sie beispielsweise durch das Stadtzentrum oder durch Industriegebiete, genauso wie über Highways und verschneite Bergstraßen im Umland. Für die mörderischen Verfolgungsrennen stehen insgesamt 22 Fahrzeuge zur Verfügung, darunter auch ein Fahrschulauto und ein Polizeiwagen. Mit letzterem dürfen Sie nun selbst Jagd auf allzu freche Temposünder machen. Die wilde Fahrt hat jedoch ihre Tücken. In den Straßen der Metropole herrscht reger Verkehr und wer ständig Vollgas gibt, kann schnell nicht mehr ausweichen. Unfälle sind somit wieder an der Tagesordnung. Im Gegensatz zum Vorgänger werden nun aber lediglich die wirklich spektakulären Crashs in aufwendigen Sequenzen präsentiert. Dank des ausgefeilten Schadensmodells hinterlässt jeder Aufprall böse Spuren an ihrem Fahrzeug. Zu vorsichtig fahren ist natürlich auch keine Lösung. Zum einen haben sie dann keine Chance mehr gegen die Konkurrenz, zum anderen laden nur gewagte Aktionen und Sprünge die dringend benötigte Turboleiste wieder auf. Den Turbo haben wohl auch die Entwickler zugeschaltet, denn Burnout 2 scheint seinen Vorgänger in allen Punkten zu übertreffen. Sein wie Colin? Bald nicht mehr nur der Traum Rallye-begeisterter PS2-Besitzer, sondern virtuelle Wirklichkeit. Statt des einfachen Abfahrens von Checkpoints wartet Colin McRae Rallye 3 mit einem umfangreichen Karrieremodus auf, in dem sie über 3 Jahre die Geschicke des zweimaligen Weltmeisters leiten.
Im Dienst des Ford Rally Teams heizen sie dabei über Schotter-, Tier- und Schneekurse in 8 Ländern. In Zusammenarbeit mit Colin McRae hat Codemasters den dritten Teil der Rallye-Serie noch um einiges realistischer und aufregender gemacht, als es die erfolgreichen Vorgänger ohnehin schon waren. In erster Linie ist da natürlich das Fahrverhalten zu nennen, das durch das umfangreiche Schadensmodell beeinflusst wird. Aber auch grafisch macht das Rennspiel eine Menge her. Neben der guten Landschaftsoptik und der spiegelnden Oberfläche ihres Boliden beeindrucken vor allem die Staub- und Wettereffekte. Noch nie sahen Regentropfen und Schneeflocken auf der virtuellen Windschutzscheibe so authentisch aus. In welchem Maße der Schwierigkeitsgrad von Rennen zu Rennen steigt, hängt übrigens von ihren Fahrleistungen ab. Der originalgetreue Servicepark, die Originalkommentare von Collins Beifahrer und der prallgefüllte Fuhrpark des Arcade-Modus machen die Wartezeit auf den Codemasters-Titel zumindest für Fans unerträglich. Colin McRae Rally 3. It's what lies ahead. Er ist die Ente unter den Superhelden und wohl das einzige Wesen im Universum, das in einem Matrosenanzug nicht doof aussieht. Donald Duck alias Phantomias. In Ubisofts Jump and Run müssen sie mit der Super-Ente die Welt vor den Evronianern retten, die mindestens so gefährlich sind wie die Panzerknacker. Denn sie können dir helfen, ins evronianische Mutterschiff zu gelangen. In den großen, aber äußerst geradlinigen Levels erwarten sie dabei einfache Rätsel, viele Sprungpassagen und massig miese Aliens. Um bei letzteren keine Federn zu lassen, verfügt Phantomias über den X-Transformator. Der ist nicht nur eine effektive Waffe, sondern lässt sich auch in allerlei nützliche Werkzeuge verwandeln. Außerdem kann die Heldenente vom Dienst mit einer eisernen Faust beispielsweise Hindernisse aus dem Weg räumen. Für die Geschicklichkeitseinlagen braucht es hingegen äußerst schnelle Finger und starke Nerven. Da die Steuerung nicht immer so funktioniert, wie sie sollte, kommt schnell Frust auf. Die verwendete Cell-Shading-Grafik macht zumindest bei den Figuren einen witzigen Eindruck. Die Umgebungen sind hingegen häufig recht einfallslos gestaltet. Das trifft im Prinzip auf das gesamte Spiel zu. Denn Phantomias hin oder her, letztendlich ist der Titel doch eher ein durchschnittliches Jump'n'Run mit einer mächtigen Ente als einziger Stärke. Who'd want a red bald head like you? Eines ist sicher, so richtig dicke Freunde werden diese beiden bestimmt nicht. Einen können sie allerdings noch viel weniger leiden, den dämonischen Kriegsherrn Nobunaga. Gemeinsam mit dem Ninja Kotaro, der Schwertkämpferin Oyo und dem Samurai Yubai machen sie sich in Onimusha 2 auf, den Tyrannen vom Thron zu stoßen. Doch der hat einiges gegen die Rebellen aufzubieten. Im größten Teil des Action-Adventures steuern sie jedoch den jungen Krieger Yubai durch das mittelalterliche Japan und müssen unter anderem Skelettritter und Monsterfische aus dem Weg räumen.
Dabei greifen sie auf ein Schwert, ein Speer, einen Stab und einen Hammer zurück, die jeweils über 3 verschiedene Angriffstechniken und eine magische Attacke verfügen. Werden sie dennoch nicht mit den Monsterhorden fertig, dann helfen die Seelen getöteter Feinde weiter. Wenn sie genug davon eingesammelt haben, können sie damit ihre Waffen aufwerten oder sich für kurze Zeit in einen gnadenlosen Dämonenkrieger verwandeln. Ihre Freunde stehen ihnen während der Kämpfe tatkräftig zur Seite, wofür sie lediglich die eine oder andere kleine Aufmerksamkeit von ihnen erwarten. Wonderful! Horde Spirits are always enjoyable! In manchen Abschnitten und bei einigen Rätseln schlüpfen sie sogar selbst in die Haut der Mitstreiter. Die Adventure-typischen Aufgaben beschränken sich meist auf Kombinations- und Schieberätsel und der Lohn sind Heilmittel oder wirkungsvollere Attacken. Die komplexe Dämonenmetzelei wird durch eine spannende Story mit tollen Zwischensequenzen komplettiert und grafische Schwächen gibt es praktisch keine. Die Animationen sind super, die Waffeneffekte und die Wasserdarstellung erstklassig und die vorgerenderten Hintergründe sehr stimmungsvoll. Damit ist Onimusha 2 ganz klar eines der besten Action-Adventure für die PS2. Der Golfkrieg ging dank der Berichterstattung des Pentagon als erster Krieg im Videospielformat in die Mediengeschichte ein. Die Jungs von SCI nehmen das wörtlich und schicken sie mit 4 Elitesoldaten zurück in die Wüste. Dort erwarten sie abwechslungsreiche Einsätze tief in feindlichem Gebiet. Ob nun ein kuwaitischer Emir in Sicherheit gebracht, eine irakische Raketenstellung zerstört oder Geiseln befreit werden sollen, sie sind da, wo es brennt. Jeder ihrer Männer ist auf seinem Gebiet Spezialist. Lediglich ihre Figur ist ein begabter Allround-Soldat. Ansonsten gibt es noch den obligatorischen Scharfschützen, einen Experten für schwere Waffen und einen Aufklärer. Über einfache Kommandos befehligen sie ihren Trupp. Wenn sie Lust haben, können sie allerdings auch jede Figur selbst spielen. Nötig ist das aber nicht wirklich, da jeder ihrer Jungs seinen Job ziemlich gut macht. Was Schussgenauigkeit und Reaktion anbelangt, sind ihre Männer teilweise sogar besser als sie. Nur wenn einer aus der Einheit versucht, Handgranaten zu werfen, wird es richtig gefährlich. Wände werden von den KI-gesteuerten Einheiten nicht immer wahrgenommen und so sprengen sich ihre Leute auch schon mal selbst in die Luft. Dies ist jedoch nicht sehr viel haarsträubender als Gegner, die sie durch massive Betonwände hindurch unter Beschuss nehmen. Solche KI-Schwächen schmälern natürlich den Spielspaß, zudem tauchen immer wieder Feinde aus dem Nichts auf. In den Stadtmissionen lässt sich das noch erklären. Wenn mitten in der Wüste plötzlich dort Gegner sind, wo sie bis eben gründlich aufgeräumt haben, hinterlässt das dann aber doch einen schlechten Eindruck. Die Grafik ist eher praktisch, auch wenn die Optik durch nette Effekte und Details wie Schafherden oder Zivilisten aufgelockert wird. Zum Ausgleich gibt es eine ordentliche Sichtweite, die bei solchen Spielen schließlich wichtiger ist als grafische Spielereien. Bei all den Rallye- und Formel-1-Spielen auf der PS2 wurden die Tourenwagenmeisterschaften bis jetzt ziemlich stiefmütterlich behandelt. Dass dem Rennspielfan da etwas entgangen ist, zeigt DTM Race Driver von Codemasters. Der Titel glänzt vor allem durch das realistische Fahrverhalten und die spannenden Positionskämpfe und steht der Genre-Konkurrenz in nichts nach.
Die größte Besonderheit ist sicherlich der Story-Modus, in den unterschiedliche Rennherausforderungen eingebettet sind. Als 19-jähriger Ryan McCain wollen sie zum Gedenken an ihren verstorbenen Vater und im Wettkampf mit ihrem älteren Bruder den Weltmeistertitel holen. Bis es soweit ist, müssen sie sich jedoch zunächst in niedrigeren Rennserien mit schwächer motorisierten Autos beweisen. Bevor es auf die Piste geht, können sie in der Garage letzte Einstellungen an ihrem Wagen vornehmen. Diese gewinnen besonders bei späteren Rennen an Bedeutung, da sich dadurch wichtige Zehntelsekunden aus ihrem Fahrwerk kitzeln lassen. Alle 42 lizenzierten Boliden liegen anders auf der Strecke und das umfangreiche, super animierte Schadensmodell wirkt sich zusätzlich auf das Fahrverhalten aus. Pisten-Rambos können also mit dem Taxi nach Hause fahren. Ein großes Manko von DTM Race Driver ist die unausgereifte Optik. Heftige Pop-ups, starkes Kantenflimmern und eine fade Streckenoptik stehen detailliert gestalteten Autos gegenüber. Dem Suchtfaktor des Spiels tut das dank der fantastischen Gegner-KI aber keinen Abbruch. Die Konkurrenten rempeln und drängeln, wo sie nur können. Somit ist fesselndes Rennfeeling garantiert. Nicht erst seitdem Michael Schumacher mit seinem roten Rennflitzer die gesamte Formel 1 vorführt, steht Ferrari für den Mythos von Größe und Unbesiegbarkeit. Für all jene, die nicht bereit sind, den Gegenwert eines Reihenhauses für ein Auto auszugeben, könnte Ferrari F355 Challenge von Sega interessant sein. Das Rennspiel, das eigentlich auf einem Spielhallenautomaten das Licht der Welt erblickte, ist vor allem eines: ultra realistisch. Sie müssen sich jedoch nicht mit 380 PS durch den Feierabendverkehr quälen. Der Titel schickt sie stattdessen direkt auf einen von 11 Rennkursen. Auf den Pisten offenbart der F355 dann seine wahren Qualitäten, mit denen man sich aber erst einmal vertraut machen muss. Für Freunde schneller Rennaction ist der Titel nämlich definitiv nichts. Vielmehr ist Feingefühl und jede Menge Übung gefragt, bevor man gegen die 7 Konkurrenzfahrer eine echte Chance hat. Denn der F355 wurde nicht nur optisch äußerst detailliert nachgebaut, sondern steuert sich auch genau wie sein reales Vorbild. Raker. Damit die Karre nicht ständig im Kiesbett zum Stehen kommt, gibt es einen ausführlichen Trainingsmodus, der sie Schritt für Schritt an die Eigenheiten des Autos heranführt. Wahre Champions wagen sich schließlich an die Profi-Herausforderung, bei der es auf eine besonders saubere Fahrweise ankommt. So schön Ferrari fahren ist, irgendwann stellt sich dann doch Langeweile ein. Vor allem, weil es immer nur dieser eine Ferrari ist, den sie um die Kurven lenken. Zudem ist der Schwierigkeitsgrad auch wegen des sehr authentischen Fahrverhaltens ziemlich hoch. PS2-Rennfahrer werden an ihre Grenzen stoßen. Round 1. Fight. Es gibt Spiele, die kennt einfach jeder. Tekken gehört zweifelsfrei dazu. Der vierte Teil ist in Japan bereits seit einigen Monaten für die PS2 erhältlich. Nun dürfen sich endlich auch die europäischen Freunde gepflegter Prügelei von der Qualität des neuesten Ablegers überzeugen. Mit den Schwächen des Vorgängers hat Namco radikal aufgeräumt.
Statt der etwas sterilen Endlos-Arenen gibt es große und vor allem belebte Riesenareale mit vielen interaktiven Elementen. Außerdem hat der Entwickler bei den Charakteren gewaltig ausgemistet und die haarsträubendsten Witzfiguren über Bord geworfen. Die übrig gebliebenen Kämpfer müssen bis auf 12 erst einmal freigespielt werden und überzeugen, wie gewohnt, mit vielseitigen individuellen Kampfstilen. Neu ist der hilfreiche Platzwechsel-Move. Mit diesem können Sie den Rivalen in genau jene Ecke drängen, in der er gerade noch auf Sie eingeschlagen hat. Bei den Spielmodi hat der Titel allerdings nicht mehr ganz so viel zu bieten wie die Vorgänger. Bis auf den etwas dröben Tekken Force-Modus sucht man vergeblich nach witzigen Features und Spielarten. Zumindest optisch ist Tekken 4 dem direkten Konkurrenten Virtua Fighter 4 überlegen. Beat'em-up-Fans können sich auf einen flimmerfreien, wenn auch teilweise etwas hausbackenen Prügelspaß freuen. Nothing like a good workout! Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie laufen allein durch ein verlassenes Landhaus und plötzlich steht ein Gespenst vor Ihnen. Während hier 90% aller Hobbygeisterjäger die Beine in die Hand nehmen würden, greift das Mädchen Miku im Action-Adventure Project Zero mutig zum Fotoapparat und stellt sich den ruhelosen Seelen. In der Rolle der Protagonistin durchstreifen sie das Haus auf der Suche nach ihrem Bruder, der drei mysteriösen Morden nachgegangen und seitdem verschollen ist. Fortan begegnen sie immer wieder bösartigen Geistern, die sie lediglich mit einer altmodischen Kamera vertreiben können. Und als ob die plötzlich auftauchenden Spukgestalten nicht schon beängstigend genug wären, wird Miku auch noch von Visionen geplagt, die ihr die Schicksale der Ermordeten vor Augen führen. Ihre Suche nach der Wahrheit wird meist von verschlossenen Türen gestoppt. Auch hier kann Ihnen die Kamera weiterhelfen. Ein Foto zeigt oft, mit welchem Utensil Sie in den nächsten Raum gelangen. Ansonsten warten unter anderem klassische Schieberätsel auf Sie. Und natürlich jede Menge Untote. Leider ist das Spukhaus nicht sehr groß und Sie müssen viele Räume mehrmals durchqueren. Wegen des hohen Schwierigkeitsgrads werden Sie aber eine Weile mit dem Titel beschäftigt sein, denn Heilmittel und wirkungsvolle Filme sind nur spärlich verteilt. Der packende Sound, die stimmungsvollen Hintergründe und die unglaublich dichte Atmosphäre machen Project Zero zum Muss für alle Gruselfreunde. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Niemand hält sich so streng daran wie 3DO. Die Entwicklerschmiede wirft erneut ein eher mittelmäßiges Spiel auf den Markt. Getreu dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert, programmiert sich's völlig ungeniert. Unsere Sache ist verloren. Allerdings stehen dieses Mal nicht grüne Plastiksoldaten im Mittelpunkt des Geschehens, sondern ein mittelalterlicher Fantasy-Held. Aleron heißt der Gute und besitzt die Gabe, sich in 6 verschiedene Bestien zu verwandeln. Diese Fähigkeit katapultiert ihn schlagartig in die erste Heldenriege, als seine Heimatwelt von üblen Monsterkriegern überfallen wird. Was Retter der Welt im Detail bedeutet, stand allerdings nicht in der Jobbeschreibung. Im Einzelnen bekommt man dies aber schnell mit. Es erwarten Sie einige dröge Schalterrätsel und viel Kleinholz. Denn auch in seiner natürlichen Erscheinung ist der Krieger alles andere als harmlos.
Ein Arsenal an fantasielosen, aber effektiven Zaubersprüchen und diverse Nah- und Fernwaffen sorgen für Erfolgserlebnisse im Kampf gegen die Horden. Die beste Ausrüstung nützt aber nichts, wenn man von der Prügelei nicht viel mitbekommt. Genau dies passiert aber wegen der unmöglichen Kameraführung leider oft. Daneben können auch die Animationen und die schwammig-braune Fantasy-Welt nicht überzeugen. Wer es satt hat, hilflos mit ansehen zu müssen, wie böse, böse Dinosaurier ganze Straßenzüge und Freizeitparks in Schutt und Asche legen, der kann den urzeitlichen Unruhestiftern jetzt die Lightgun unter die Nase halten. In Capcoms Dino Stalker landen sie mit einem amerikanischen Piloten in einer düsteren Parallelwelt, aus der die Reptilien sie schnellstmöglich wieder vertreiben wollen. Anders als in gewöhnlichen Lightgun-Shootern gilt es nicht nur, die Angreifer mit gezielten Schüssen zu Dosenfutter zu verarbeiten. Capcom überlässt ihnen auch die Steuerung ihres Helden, wodurch sie den Attacken der Dinos ausweichen können, falls ihnen die träge Steuerung keinen Strich durch die Rechnung macht. Natürlich greifen sie auf ein umfangreiches Waffenarsenal zurück, um im Kampf gegen T-Rex und Flugsaurier nicht den Kürzeren zu ziehen. Die entsprechende Munition ist in den Szenarien verteilt und ist gerade mal kein Granatwerfer zur Hand, werden aus Fässern und Autos schnell wirkungsvolle Sprengfallen. Grafisch präsentiert sich die Dino-Jagd durchwachsen. Die Reptilien sind wahrlich furchteinflößend, das Spielgeschehen läuft jedoch nicht immer ruckelfrei. Zudem haben sie ziemlich schnell alles Urzeitliche ausgelöscht. Besser als Capcoms Resident Evil Survivor 2 ist Dino Stalker aber allemal. Die Wahrheit ist irgendwo dort draußen. Solange man die Außerirdischen aber nicht in den Abendnachrichten sieht, muss man die Wahrheit woanders suchen. Beispielsweise auf der PS2, wo pünktlich zum Kinostart von Men in Black 2 die Agenten Jay und Kay Jagd auf Weltraumabschaum machen. You're the best team I've got, so I'm relying on you to deal with it. Vor jeder Mission entscheiden sie sich für einen der beiden Anzugträger, laden die Waffen durch und stürzen sich ins Getümmel. Anders als im Kino gestaltet sich dies allerdings ziemlich dröge. Die Missionen beeindrucken vor allem durch ihre Geradlinigkeit und ihre Aufgabe beschränkt sich meist darauf, den Finger steif am Abzug zu halten. Dabei greifen sie auf die Energiewummen aus dem Film zurück, die sie immer wieder mit Power-Ups aufladen müssen. Die Steuerung erweckt ebenfalls den Eindruck, nicht für den Kampf gegen extraterrestrisches Leben entwickelt worden zu sein. Zwar haben sie ihren Agenten gut im Griff, die eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten sorgen bei Ausweichmanövern aber schnell für Frust. Für Actionfreunde und Men in Black-Fans könnte der Titel dennoch interessant sein. Alle anderen dürften sich jedoch schnell ein Blitzdings wünschen, um zu vergessen, dass sie für dieses Spiel 60 Euro ausgegeben haben. Surfen, Joggen, Kartfahren. Was die kleinen Sechsfüßer aus dem Animationsfilm Ants alles können, ist schon phänomenal. In dem etwas verspäteten Lizenzrennspiel Ants Extreme Racing schlüpfen sie nun selbst in den Chitinpanzer eines der putzigen Krabbelfiecher und zeigen, dass nicht nur ein wütender Kammerjäger zu Höchstleistungen anspornt. Zunächst gilt es, mit einem von zwei Trickfilmhelden unter den ersten drei die Ziellinie zu überqueren, um sich somit für das nächste Rennen zu qualifizieren.
Dabei wechseln neben den Schauplätzen auch die Anforderungen. Wenn Sie nicht gerade auf einem Buchenblatt steile Hügel hinuntersurfen, müssen Sie sich beispielsweise bei staubigen Kartrennen mit aufgesammelten Bomben, Zielsuchraketen oder Boosts gegen die Konkurrenz durchsetzen. Haben Sie alle Herausforderungen Ihrer Rennfahrerkarriere bestanden, ist eine neue Ameise mit Ihren individuellen Rennstrecken anwählbar. So warten insgesamt rund 70 Kurse auf Sie, die allerdings allesamt recht detailarm und einfallslos gestaltet wurden. Die Mehrspielerduelle im Splitscreen-Modus sind zudem dermaßen unübersichtlich, dass man in erster Linie nicht die Gegner, sondern die Strecke in der Texturwüste sucht. Die große Levelvielfalt sorgt jedoch dafür, dass Sie immer wieder gern dem Sieger-Champagner hinterherjagen, sofern Sie kein hinterhältiges Wespengeschoss stoppt. In Stuntman von Infogrames erleben Sie den knallharten Hollywood-Alltag eines Stuntfahrers. Dabei müssen Sie in erster Linie beachten, dass sich jedes Fahrzeug anders steuern lässt. Die Fahrwerke der Ami-Schlitten sind zum Beispiel sehr weich eingestellt, weswegen diese Wagen zum Aufschaukeln neigen. Das Tuk-Tuk-Taxi fährt sich ähnlich instabil wie das Motorrad und der gepanzerte Wagen klebt dagegen quasi auf der Straße. Im Folgenden erfahren Sie einige Tricks und Kniffe, wie Sie die Stunts und Aufgaben unabhängig vom Gefährt noch akkurater über die Bühne bringen können. Chase the RV through the trees. Obwohl die neue Eishockeysaison in Amerika noch längst nicht begonnen hat, rauchen bei EA schon wieder die Köpfe. Mit NHL 2003 schicken sich die Entwickler an, die ohnehin erstklassige PS2-Serie weiter zu perfektionieren. Wir konnten einen Blick auf eine sehr frühe Version des neuesten Ablegers werfen. Die bekannten Spielmodi von EAs NHL-Serie wurden um einen komplexen Franchise-Modus erweitert, in dem Sie über einen längeren Zeitraum die Geschicke eines Teams leiten. Zudem können Sie den Puck zukünftig mit dem rechten Analogstick unmittelbar kontrollieren und Ihre Gegner auf diese Weise mit gekonnten Täuschungen ausspielen. Natürlich hat EA einige neue Animationen eingebaut, um das packende NHL-Flair noch besser auf die Konsole zu übertragen. Dies gelingt sicherlich auch dadurch, dass der deutsche Kommentar durch einen amerikanischen ersetzt wurde. Denn wer kann den US-Star-Moderatoren schon das Wasser reichen? No, I do have to say it. That was an easy goal. Whoa! His wrist shot was so nice, the scriptwriter couldn't even think of an adjective to describe it. Ein klassischer 2D-Shooter findet seinen Weg auf die PS2. Die Contra-Serie ist wohl vor allem den älteren Konsolenspielern ein Begriff, waren die Titel auf dem Sega Mega Drive und dem Super Nintendo doch ein echter Dauerbrenner. Auch auf der Sony-Plattform hüpfen sie mit dem Finger am Abzug durch teils mehrstöckige Stages und wehren sich gegen schleimige Monster, Soldaten und Riesenroboter. Um der feindlichen Übermacht die Stirn bieten zu können, greifen sie diesmal nicht nur auf vielfältige Waffen, sondern auch auf Düsenantrieb und Motorrad zurück. Für Abwechslung sorgen zusätzliche 3D-Levels, ein spaßiger Zweispieler-Modus und ein motivierendes Bewertungssystem. Ballern Sie sich nämlich besonders erfolgreich durch die Gegnerhorden, werden unter anderem versteckte Missionen und neue Endsequenzen freigeschaltet. Jetzt hat endlich auch die Master Rally ihren eigenen PS2-Titel.
Das Rennspiel von Microids wartet mit originalgetreuen Rennstrecken und über 25 lizenzierten Fahrzeugen, vom Buggy bis zum Truck auf. Die Kampagne führt sie durch 8 Länder der offiziellen Rallye. Auf den Kursen können sie sich ziemlich frei bewegen und die verborgenen Abkürzungen suchen. Wirklich hilfreich sind diese jedoch nicht. Mit dem Schadensmodell der Offroad-Renner ist das so eine Sache. Optisch kann man Verformungen feststellen, die an das Knetauto eines Kleinkindes erinnern. Das Fahrverhalten der Wagen ist dagegen von vornherein so mies, dass ein Zusammenhang mit dem letzten Unfall wohl weit hergeholt wäre. Zudem werden Rennspielfreunde schnell genug vom starken Flimmern und den Geschwindigkeitseinbrüchen haben. Tippkick und Tischfußball waren gestern. Heutzutage kommen die Tore aus der virtuellen Lego-Kiste. In Football Mania spielen sie sich aufgrund der niedrigen Gegner-KI nämlich geradewegs in einen Torrausch. Ein paar trickreiche Dribblings genügen und schon sehen die Gegenspieler Sterne. Regeln gibt es beim Plastikkick eigentlich keine. Weder Aus- noch Abseits- oder unsportliche Grätschen werden gepfiffen. Stattdessen sind auf dem Spielfeld zahlreiche Power-Ups verteilt, welche beispielsweise einen Schutzschild um ihren Spieler aufbauen, die Konkurrenten einschläfern oder deren Stabilität testen. Das ist aber auch schon das einzig Explosive an dem Lego-Titel. Das Gameplay ist einfach zu simpel und zu lahm, die Grafik eintönig und lieblos. Da sorgen lediglich die witzigen Jubelszenen für ein wenig Abwechslung. Der Hitman hat einen neuen Auftraggeber. Die Fähigkeiten von Tobias Reaper haben sich nicht nur in der PC-Gemeinde, sondern auch bis zu den Bossen von Sony herumgesprochen. Die haben den glatzköpfigen Profikiller gleich für den PS2-Titel Silent Assassin engagiert. Dort bekommt es Mr. Reaper wieder einmal mit einigen einflussreichen Verschwörern zu tun, die er gewohnt gnadenlos zur Strecke bringen muss. Ganz so actionlastig, wie es die Story vielleicht vermuten lässt, ist der Eidos-Titel aber nicht. Natürlich geht es bei den Missionen in erster Linie darum, eine Zielperson zu eliminieren. Der Weg dahin ist jedoch weitgehend ihnen überlassen. Feuergefechte lenken meist die Aufmerksamkeit des kompletten Wachpersonals auf sie und erschweren somit das Weiterkommen. Aus diesem Grund sollten sie viel häufiger auf Verkleidungen zurückgreifen und die Gegner mit Betäubungsgewehr und Chloroform außer Gefecht setzen. Dass der 31. Oktober eigentlich kein Tag ist, an dem man vor die Tür gehen sollte, haben uns schon zahlreiche Kinofilme gelehrt. Dennoch schickt Xanadu zwei Halbwüchsige los, die sich in der Halloween-Nacht auf die Suche nach ihren verzauberten Freunden machen. Da ist zum einen der Teufel Greg, der unverwundbar durch Feuer laufen kann, während die Hexe Anne kälteunempfindlich ist. Haben sie genügend magische Energie gesammelt, können sie jederzeit zwischen beiden Charakteren wechseln, je nachdem, welche Aufgabe sie bewältigen müssen. In insgesamt 11 Levels durchstreifen sie unheimliche Häuser sowie Friedhöfe und bekommen es dabei mit Skeletten, Vampiren, Hexen und Monstern zu tun. Eingesammelte Süßigkeiten, Items und Unbesiegbarkeitsboni helfen bei der Rettung der Freunde. Darauf machen momentan aber nur die niedlichen Animationen Lust. Bereits in der letzten Playzone haben wir das momentan schlechteste Sportspiel für die PlayStation 2 getestet. WM-Nationalspieler von Ubisoft.
Nun können Sie sich persönlich von der miesen Ballphysik und der fürchterlichen Grafik überzeugen. Die Fußballer wirken vor allem bei Replays und Nahaufnahmen so hölzern und detailarm, dass am Ende eines Spiels bestimmt auch der letzte Sportspielfan reißaus genommen hat. Genauso schlecht wie das Aussehen der Spieler ist übrigens auch deren Taktikverständnis. Die computergesteuerten Mit- und Gegenspieler agieren auf dem Platz so bescheuert, dass man sie am liebsten gegen einen Pfosten steuern würde. Übrigens wurde WM-Nationalspieler laut Hersteller von Alexander Zickler empfohlen, der bekanntermaßen gar nicht in der Nationalmannschaft der WM 2002 gespielt hat. Somit passt ja dann alles zusammen. Wer noch nicht genug von der ewigen Jagd nach dem gelben Filzball hat, kann sich an Slam Tennis von Infogrames versuchen. In dem Titel müssen Sie mit einem von 16 Spielern auf Rasen- und Sandplätzen Turniersieg um Turniersieg einfahren. Die Tennisprofis bewegen sich dabei realistisch und die Ballwechsel sind abwechslungsreich. Leider ist Slam Tennis aufgrund der unspektakulären Grafik nicht gerade was fürs Auge und die vier anwählbaren Spaßmodi können das Fehlen einer Lizenz nicht wirklich wettmachen. Der Titel wird somit schnell langweilig und kann kaum mit dem guten Smash Court Pro Tournament von Namco konkurrieren. Wer kennt es nicht? Kaum hat man im Leben mal was erreicht, taucht bestimmt irgendein neidisches Familienmitglied auf und will sich alles unter den Nagel reißen. Dass dies selbst im finsteren Mittelalter nicht anders war, zeigt die Legende um König Artus. Der bekommt es mit seiner Halbschwester, der Hexe Morgan, zu tun. In dem Midway-Titel Legion versucht sie, die Herrschaft über das Land an sich zu reißen. Dafür braucht sie das magische Schwert ihres Bruders Excalibur. Diesmal hat das Entwicklerteam der Seven Studios die Geschichte von König Artus aufgegriffen. Noch vor 3 Jahren haben einige der Jungs für Westwood an der erfolgreichen PC-Serie Command & Conquer gearbeitet. Echtzeitstrategie auf einer Konsole? Kann das überhaupt funktionieren? What we wanted to do with Legion was bring some of what we think is fun about. Mit Legion wollten wir motivierende Echtzeitstrategie so umsetzen, dass ein Konsolenspieler viel Spaß damit hat. Dafür darf ein Spiel in erster Linie nicht zu kompliziert sein und sollte mit wenigen Buttons und einer einfachen Benutzeroberfläche auskommen. Darüber hinaus war es unsere Motivation, etwas Neues zu erschaffen. Wir wollten unsere Erfahrungen im Strategiegenre einbringen und uns dennoch in eine neue Richtung entwickeln. Im fertigen Spiel sieht die ganze Sache dann so aus. Sie bewegen sich mit Artus durchs Land und kämpfen an allen Fronten gegen die Armeen ihrer Halbschwester. So müssen sie beispielsweise Feinde aus einem Dorf vertreiben oder verhindern, dass ein wichtiger Stützpunkt zerstört wird. Im Laufe des Spiels schließen sich dem König immer neue Charaktere an, die über ganz spezielle Fähigkeiten verfügen. Arthur, help her. She is important to your future. Do not let her die here. But she's a pain in the ass. Where are you going? Vor jeder der 12 umfangreichen Missionen wählen sie dann 4 Mitstreiter aus. Wenn sie die Kämpfer, Priester oder Zauberer nicht persönlich steuern, dann führen die Helfer von ihnen festgelegte Angriffs- und Verteidigungsstrategien aus. Ich glaube, das Besondere an Legion sind die Kämpfe als Team. Man führt einen Schwertkämpfer, einen Bogenschützen oder einen Zauberer mit seinen jeweiligen Fähigkeiten und Vorteilen aufs Schlachtfeld. Der Spielverlauf ist dabei nicht immer derselbe, sondern sehr abwechslungsreich. Man kann mit seiner Gruppe jeder Situation anders begegnen. Das ist das Spannende, Spaßige und Neue an Legion. Just the ability to customize how I face a situation, I think it's very exciting, it's very fun. It's different, it's new.
Grafisch präsentiert sich der Titel allerdings eher durchschnittlich. Texturen, Effekte und Sound sind nicht sonderlich überragend. Die Animationen allerdings gut gelungen. Leider bewegen sich die Figuren ein wenig träge und bleiben gelegentlich an Hintergrundobjekten hängen. Ärgerlich, wenn sie erst einige virtuelle Kilometer später die Abwesenheit eines Mitstreiters bemerken. Der Spielverlauf an sich ist dagegen durchaus motivierend. Rollenspielelemente wie das Aufwerten ihrer Charaktere mit wachsender Kampferfahrung ergänzen das actionreiche Gameplay. Man kann Legion nicht einfach in eine Kategorie packen. Es gibt für so eine Art Spiel keinen vorgefertigten Entwurf und kein Vorbild. Ich hoffe aber, dass die PS2-Spieler Spaß daran haben werden und dass der Titel vielleicht irgendwann sein eigenes Genre findet. The pulse brought the nation to its knees. In the fear and weakness that followed, the military began aggressively researching new types of weapons. Weapons that would forever change humanity. I was one of those weapons. Created in a lab, raised as a soldier. Fearless and lethal. I and others like me escaped our prison, and so I live in this post-pulse world. And a warrior. Trying to understand who I am. And how I can belong.
Jump in the driver's seat and scream out vocally. Hold on tight, man.